Wir sind hier Großflächendesigner, benutze ich manchmal das Wort. Ich sage immer, jede Gesellschaft kriegt die Landwirte, die sie verdient. Gut, los. Hightech ist ein Baustein, aber es ist eben auch nur ein Baustein von vielen. Sommer 2018 auf den Feldern um Altentreptow in Vorpommern. An einem Tag ernten sie hier so viel Getreide, dass Rostock, Wismar, Schwerin und Stralsund eine Woche lang mit Brötchen versorgt werden könnten. Der Mähdrescher, eine Fabrik auf Rädern. Mähen, fördern, trennen, sieben, verteilen. Exakter als ein Mensch das je könnte. Kostet dafür doppelt so viel wie ein Einfamilienhaus. Henning Schramm ist konventioneller Landwirt, Chef der Tollense GbR. Dass sie diesen Spagat zwischen hoher Arbeitsleistung und hoher Fahrgeschwindigkeit, wenig Verlusten und die Maschine nicht zu überlasten, komplett selbstständig regelt. Das ist wirklich das Besondere an so einem Mähdrescher dieser modernen, neuen Generation. Dass er von selbst gerade ausfährt, das ist ja heutzutage in der Landtechnik schon Standard, das können die alle selber. Er regelt die Reinigung, also die Öffnung der Siebe, da wird dann Stroh von Korn getrennt. Alles das macht er von selbst. Und man muss eigentlich als Fahrer nur noch überwachen, dass er es richtig macht. Und trotzdem ist man am Ende eines Tages nach 10 Stunden Dreschen auch wirklich fix und fertig. Was über Jahrtausende mit harter Handarbeit verbunden war, hat sich in den vergangenen 100 Jahren radikal verändert. Also wollt ihr das aus dem Mähdrescher noch haben oder nicht? Ansonsten geht das normal. Wenn wir das Gewicht von Alex wegwinden, dann ist alles okay. Erntezeit ist Hochdruckzeit. Jeder zweite Landwirt in Deutschland nutzt dafür heute digitale Lösungen. Ausgerechnet die Branche, die am meisten kritisiert wird, setzt immer mehr auf Hightech. Ich bringe das mit der Saat nicht durcheinander. Ich habe Ihnen das erklärt, dass er links von der Kuhle wollen wir die Saat machen. Ja. Matthias Bärbaum. Der zweite Kopf der Tollense GbR ist nervös. Besprechungen am Feldrand mit Sohn Jasper und Mitarbeiter Robert haben Seltenheitswert. Wann? Na, ich fange an. Mit dem Kotte. Saat zu fahren, ja. Den Jasper nochmal. Und den einmal richtig voll. Normalerweise telefonieren sie, denn jede Minute, die der Drescher steht, kostet Zeit und Geld. Die Technik, die wir hier jetzt fahren und einsetzen, also die möchte ich nicht mehr missen. Die Fahrer sitzen alle voll klimatisiert. Sie haben alle Radio, sie haben alle ein Kühlfach für Getränke und ihre Essensvorräte. Sie haben Funk, sie können sich miteinander unterhalten. Wenn ich denke, wie ich in der Lehre war, da hatte ein Trecker ein Sonnenverdeck und hatte vielleicht noch eine Klappscheibe vorne, die man aufmachte, damit der Wind durchzog. Und jetzt fährt mein Sohn hier gerade mit einem Schlepper vorbei, der eben voll klimatisiert ist, getönte Scheiben hat. Der sitzt da drauf wie auf einem Sessel im Wohnzimmer sozusagen und spielt an der Armlehne mit den Knöpfen, um das Gerät zu bedienen. Also ich denke, das ist schon mehr Segen als Fluch. Seit Ostern kein Regen. Der Boden knochentrocken. Dazu 33 Grad im Schatten. Die Maschinen sind heute alle sehr heiß. Da läuft überall Motoröl, Hydrauliköl durch die ganzen Maschinen. Und wenn davon mal ein Tropfen irgendwo runterkommt und das bekommt eine bestimmte Temperatur, einen leichten Windzug, fällt mit der Glut runter und schon ist das Feuer da. 25 Dreschtage in diesem Sommer. Vor 20 Jahren hätten sie noch 35 gebraucht. Früher haben wir mit 4 Meter und 3 Meter Maschinen gedroschen und das hat sich dann gesteigert jetzt bis zu 12,30 Meter oder es gibt sogar schon 14 Meter Schneidwerke. Dementsprechend ist natürlich die Flächenleistung deutlich höher. Aber es ist natürlich auch alles in einem sehr kurzen, komprimierten Zeitraum. Und da sind wir dann richtig unter Druck, dass wir möglichst schnell Raps und Weizen ernten. Manchmal fährt man dann auch schon in den Weizen rein, weil der die höhere Qualität hat, weil Raps in der Schote dann auch mal einen Regenschauer ab kann und nicht gleich ausfällt. Aber sobald reifer Weizen einen Regenschauer bekommt, verliert er die Qualität. Und die wird dann natürlich wieder uns beim Abliefern abgezogen. Ihre Wintergerste erfüllt trotz der Hitze alle Qualitätsansprüche. Doch durch die Dürre während der Wachstumszeit sind die Körner trockener und zerschrumpelter. Verfroren, versoffen, vertrocknet. Die Erntebilanz der letzten 3 Jahre. Gegen das Wetter kommt selbst Hightech nicht an.
Bis das Getreide auf dem Markt einen guten Preis erzielt, können sie es im betriebseigenen Silo lagern. Neun Monate zuvor, im Herbst 2017, Weizenaussaat auf dem Schlag. Der Weizen ist ihr Hauptgeschäft. Von der gesamten Ernte könnten sie 800 Millionen Brötchen backen. 10 für jeden Deutschen. Sie sehen, dass hier der Weizen schön abgelegt ist. 270 Körner liegen hier pro Quadratmeter. Das ist nicht viel, das bedeutet 114 Kilo Aussaatstärke pro Hektar. 114 Kilogramm auf 10.000 Quadratmeter verteilt. Auch das muss man sich mal vorstellen, was die Technik leisten muss. Und daraus wachsen dann nachher, aus 270 Körnern, wachsen dann wieder etwa 600 ehrentragende Halme. Und aus diesen 600 ehrentragenden Halmen werden dann so die Witterung und alles andere mitspielt, vielleicht wieder 8,5 Tonnen Getreide, 8,5 Tonnen Weizen, die wir dann nächstes Jahr hier ernten. Doch seit einem halben Jahr haben sie hier nasse Füße. Der Boden wie Knetgummi, lehmig und schwer. Ja, ich könnte den mal hier verschwören. Mit ihrer neuesten Drillmaschine kämen sie hier gar nicht auf den Acker. Viel zu nass. Deshalb muss die alte noch mal ran. Ja, der Druck baut sich immer eigentlich durch das Wetter auf. Wir haben 100 Liter die letzten 14 Tage gehabt. Das hat den Druck natürlich immens erhöht. Vor dem Regen haben wir Gott sei Dank die Masse unserer Bestellung, also das größte Teil, schon Weizen in der Erde gehabt. Das sind jetzt nur noch die letzten Ausläufer nach Mais und Rüben. Sind noch ungefähr 27 Hektar hier nach. Also von daher ist der Druck natürlich nicht mehr so groß. Aber er sagt zum Ende der Woche schon wieder neuen Regen. Dann kommen wir hier erst recht nicht mehr rauf. Also müssen wir jetzt einen Kompromiss finden, damit wir hier möglichst ein schickes Saatbett hinkriegen und den Weizen zügig zum Auflauf kriegen. Aber das ist immer dieser Kompromiss, den die Landwirte eingehen müssen. Aus der Ernte des vergangenen Jahres konnten sie 90% ihres Saatgutes nachzüchten. Seit der Jahrtausendwende haben 40% der Höfe in ganz Deutschland aufgegeben. Die verbleibenden Betriebe wachsen immer weiter. Die oft riesigen Flächen sind nur noch durch Technik zu beherrschen. Ein Landwirt ernährt heute 145 Menschen. Beerbaum Stolense GbR hat 5 festangestellte Mitarbeiter. Sie beackern 1400 Hektar Land. Zu DDR-Zeiten hatten kleinere LPGen da immerhin noch 20 Mitarbeiter. Agrarmanager hört sich immer so weltumspannend an. Sicherlich beobachten wir die globalen Weltmärkte, wie es immer so heißt. Aber das Entscheidende, der Grundstein wird eigentlich hier vor Ort gelegt. Wir bringen heute das Korn in die Erde, das wir im nächsten Jahr im August ernten wollen. Und wenn das hier heute schief geht, dann ernten wir auch im nächsten Jahr im August nicht viel und haben auch nicht viel zu verkaufen. Ihr Kapital sind Kollegen wie Robert Kolbe. Im 5. Jahr dabei. Vorarbeiter. Der beste Mann im Betrieb. Das Blaue ist da, wo ich schon gewesen bin, das ist die Bedeckungskarte. Damit ich auch wieder finde, wo ich schon gedrillt habe oder nicht. In der Nacht erst haben sie die letzten Rüben rausgeholt. Nun wird auf dem Nachbarschlag gegrubbert, bevor der Weizen auch hier in die Erde kommt. Ich habe einfach die Tiefe nochmal gemessen, in welcher Tiefe der Grubber arbeitet. Wir wollen gerne so bei 3-24 cm das Ganze auflockern, damit wir die Bodenverdichtung, die der Rübenruder hinterlassen hat, einmal hochholen. Der fährt ja doch mit so etwa 20, 25, 30 Tonnen hier rüber, wenn er mit einem vollen Bunker arbeitet. Und das drückt den Boden zusammen, das müssen wir auflockern, damit der Weizen einen entsprechenden Wurzelraum hat, durch den er gut durchwurzeln kann. Bodenverdichtung. Einer der Kritikpunkte, mit denen moderne Landwirte sich auseinandersetzen müssen. Die deutsche Landwirtschaft steckt seit Jahren in der Krise. Ihr Image ist nicht das Beste. Transparenz, auch durch digitale Technik, soll das ändern. Hannover im November 2017. Alle 2 Jahre findet hier die größte Landtechnikmesse der Welt statt. Mit mehr als 2500 Ausstellern aus über 50 Ländern. An diesem Tag ist nur für Fachpublikum geöffnet. Gerade mal 2% der Arbeitnehmer in Deutschland verdienen ihr Geld in der Landwirtschaft. Die Abhängigkeit von landtechnischen Geräten ist groß.
und steigt. Also eine Rotordrehzahl kriegt mir ja niemals so hoch wie eine schnell drehende Trommel. Macht in diesem vordersten Dreschbereich. Die Männer von der Tollense GBR und ihre Söhne haben gerade 500 Hektar zugekauft. Neue Maschinen müssen her. Letzter Schrei. Ein Mähdrescher, der sein Schneidwerk selbst ankoppeln kann, ohne dass der Fahrer aussteigen muss. Also es ist da unten ein richtiger Block, der hier irgendwie nochmal auf die Achse raufgeschraubt ist. Ne? Also so wie die Maschine beschrieben worden ist, ist sie so leistungsfähig, dass sie gut bei uns in den Betrieb reinpasst. Und wir stehen ja vor dem Problem nach einer Betriebserweiterung, dass wir auch in Erntetechnik investieren müssen. Also danach kommt die Maschine schon in Frage. Leider sind die erst frühestens 2019 im Markt. Also es ist eben eine Neuentwicklung, befindet sich wirklich noch in der Erprobung. Was zum Beispiel interessant ist, vorne hier der Antrieb fürs Schneidwerk in der Gelenkwelle quer durchgeführt. Nicht mehr dieser kilometerlange Keilriemen, das ist schon toll. Ne? Listenpreis 500.000 Euro. Mindestens. Es ist natürlich mehr und mehr, dass wir in immer kürzeren Zeitfenstern mit immer höherem Einsatz arbeiten. Also so Schlüsselmaschinen bei uns arbeiten im Jahr 3 oder 4 Monate, aber dann tun sie es auch 24 Stunden ohne Unterbrechung. Und das führt natürlich schon dazu, dass auch technische Entwicklungen an ihre Grenzen kommen. Die Maschinen müssen laufen, möglichst unanfällig sein. Wenn bei der Tollense GBR auch nur eine Maschine kaputt geht, steht die ganze Kette still. Es wird gerade ein Mähdrescher entwickelt, der, wenn er fast voll ist, den Überladewagen zu sich aufs Feld zitiert. Und 2025 soll er das geerntete Getreide vom Mähdrescher selbstständig, ohne Fahrer, zum Sattelschlepper am Feldrand bringen. Wissen Sie, der Vorteil ist, dass dieses Getriebe, was wir haben, ein stufenloses ist. Das heißt, Sie steuern tatsächlich das Getriebe damit. Ja, okay. Und der Traktor macht alles automatisch. Ja, okay. Das heißt, Sie nehmen wie so eine Computermaus das einfach nach vorne und steuern sozusagen ganz einfach den Traktor. Natürlich ist es toll, dass Traktoren immer mehr können. Aber es ist natürlich eine wesentliche Aufgabe, in jedem Betrieb solche modernen Geräte auch so zu halten, dass jeder, der mit der Maschine arbeitet, nach Möglichkeit in der Lage ist, alles das, was das Ding kann, auch zu nutzen. Also die Anforderung für uns als Nutzer oder als Betriebsleiter ist natürlich auch groß, eigene Leute auszubilden. Bucher bei Altentreptow. April 2018. Hier sitzt die Tollense GbR. Ja, genau. Vor einer Woche lag noch Schnee. Die Betriebsleiter rufen Satelliten- und Wetterdaten aus dem Weltall ab. Damit wollen sie ihre Felder bedarfsgerecht düngen. So gelangt am Ende weniger Nitrat ins Grundwasser. Experten nennen das Precision Farming. Ich habe den Vegetationsindex mal umgerechnet in eine Applikationskarte. Das würde dann so aussehen. Dunkelblau, kann man hier vorne an der Legende erkennen, sind die Bereiche, in denen wir mehr Dünger streuen wollen. Hellblau sind die, in denen wir weniger Dünger streuen wollen. So ein Stück Acker muss man sich vorstellen wie sein Garten, den jeder zu Hause hat. Und der Garten ist ja nicht von vorne bis hinten gleich im Boden. Und so ist es auf unserem Acker noch viel vielfältiger. Wir haben Sandpartien, wir haben Moorpartien, wir haben Lehm und dementsprechend anders wächst jede Pflanze. Jetzt können wir wirklich in einem Raster von 10 mal 10 Metern sagen, hier haben wir einen Zustand und wir definieren eine Maßnahme, zum Beispiel Düngerstreuen, um diesen Zustand in unseren Wunschzustand zu überführen. Und das ist wirklich was technologisch Neues. Das gab es bisher in dieser Präzision noch nicht. Okay, dann kopiere ich das Ganze runter auf den Stick, damit wir es in den Bordrechner am Schlepper reinladen können. Ja, und dann bringen wir es raus. Okay. Gut, das war's. 4 Tonnen Harnstoff. Also hochprozentiger Stickstoffdünger werden auf die Felder ausgebracht. Mithilfe der Satellitenauswertung soll die Pflanze genau das bekommen, was sie tatsächlich braucht. Die Daten vom Rechner werden jetzt über den Stick in den Jobrechner vom Schlepper importiert. Damit hat er alle Schlagdaten und auch praktisch die ganzen 10x10er Felder hinterlegt, die wir hellblau, dunkelblau und weiß gesehen haben. Das ist jetzt quasi auf dem Rechner drauf und darauf reagiert oder steuert der Jobrechner den Streuer, der dann die entsprechenden Mengen auf den Flächen so ausbringt, wie wir es im Büro gerade festgelegt haben. Durch Precision Farming haben sie insgesamt 10% Dünger im Betrieb eingespart. Gut für die Pflanze, den Boden, das Konto und fürs Image. Wir sehen ja den Rapp, der ist heute, sag ich mal, so 10 cm hoch. Und war kurz nach dem Winter immer gerade so 4-5 cm hoch, ist mit einem Blattverlust aus dem Herbst und Winter gekommen und muss jetzt im Wachstum gefördert werden. Deswegen streuen wir Harnstoff
damit wir das Massenwachstum anregen und er möglichst viel Knospen ansetzt, viele Seitentriebe mit hochzieht. Denn durch diese Knospen und Seitentriebe haben wir nachher die Schoten und aus diesen Schoten ernten wir dann den Raps. Der Schlepper lenkt sich GPS-gesteuert in parallelen Bahnen übers Feld. Der fährt die Spur jetzt ganz alleine, bis ich in das Lenkrad wieder greife und eben manuell lenke. Ansonsten fährt er jetzt hier immer seine vorgegebene Spur. Das sind die weißen Linien hier auf dem Display. Das sind unsere 36 Meter Fahrgassen. Jetzt hat er die Menge auf 175 runtergenommen. In diesen Fahrgassen wurde der Raps auch gedrillt. Damals haben sie auch die Dokumentations-App eingeführt. Wenn wir jetzt gerade Dünger streuen sind, gibt der Mitarbeiter ein, wenn er anfängt, hinterlegt seinen Namen und hinterlegt das, was er hier gerade macht. Zum Beispiel streuen wir gerade Harnstoff, das würde er dann hier abspeichern. Das sehe ich dann zu Hause am Computer, zeichne einmal gegen und bestätige, dass es richtig ist, was er gebucht hat, oder verbessere das im Zweifel, wenn das nicht ganz stimmt. Und sobald ich das bestätigt habe am PC, sehen alle Leute, die auf diese App zugreifen können, was da passiert ist und können tagaktuell verfolgen, was wir bis jetzt auf den Schlag gemacht haben oder nicht oder vielleicht auch was in Zukunft ansteht. Die App wird inzwischen in 25 Ländern eingesetzt. Können Sie die Quecke von Weidelgras unterscheiden? Universität Rostock. Kennt einer den Spruch zur Quecke? Nils Schramm von der Tulense GbR studiert hier Landwirtschaft. Also der Spruch geht: Quecke quer, Lolium, Weidelgras längs. Praktische Übung in Pflanzengesundheit bei Professorin Bärbel Gerowitt. Dann stehen Sie quer oder so stehen, dann stehen Sie längs. Und der Unterschied zwischen Quecke und Lolium ist im Grasland sehr bedeutend. Also wenn die Ährchen quer stehen, ist es eine Quecke, wenn die Ährchen längs stehen, ist es Lolium. Okay, in so. Zeiten von Hightech setzt die Professorin erst recht auf Biologie und Ökologie. Denn Technik allein ist dumm. Die Hühnerhirse, die müssen Sie erkennen, auch immer. Wo ist die magische Stelle bei Gräsern? Ja, gerne. Die Blattachsel. Oder genau. Was meinen Sie? Ja, das ist der Übergang von der Blattspreite in die Blattscheide. Da haben Sie schon an die richtige Stelle gestellt. Und da. Die Hirse ist das Unkraut, was in der Lage ist, den Mais nachzubilden. Mit solchen Blattetagen, mit solchen Blattwinkeln. Alles ein bisschen kleiner, aber sie versucht es. Und solche Pflanzen, die nachbilden oder eben mimiken, das ist richtig ein Verb schon geworden, die Kulturpflanze, sind besonders schwierig. Die machen viel Schäden in der Kulturpflanze, der sie gleich sind. Und sie sind meistens auch schwieriger zu bekämpfen. Deswegen ist es für Landwirte überhaupt nicht egal, was sie für Unkrautpflanzen haben. Sie haben Unkräuter, das geht kein Weg dran vorbei, aber ob es schwierige Arten sind oder weniger schwierige Arten, das ist ein echter Unterschied. Befürworter nennen es Pflanzenschutzmittel, Kritiker Herbizid. Die konventionelle Landwirtschaft will nicht ohne auskommen. Was die Gesellschaft häufig anspricht, ist, wie wirkt sich das eigentlich auf unsere Umwelt aus? Das wirkt sich aus. Ich würde auch nicht sagen, dass alles gut ist. Ich glaube, dass es wirklich einige Dinge gibt, die nicht gut sind, vielleicht auch welche, die verheerend sind. Aber das kann man den Landwirten nicht einfach so in die Schuhe schieben. Ich sage immer, jede Gesellschaft kriegt die Landwirte, die sie verdient. Aber ich finde auch, dass wir als Gesellschaft nicht ganz klar immer kommunizieren, was wir eigentlich wollen. Wir wollen viel kritisieren, aber wir wollen eigentlich auch nicht über die Konsequenzen reden. Und Bauernhöfe wie im Kinderbuchbilderbuch, die sind nicht die Zukunft und auch nicht die Lösung. Windhalm. Genau, der Windhalm. Student Nils Schramm wird später die Tulense GbR zusammen mit anderen weiterführen. Ich glaube, ich muss noch ziemlich lange studieren, um wirklich was nach Hause mitzubringen, was die da nicht auch schon wissen in Sachen Pflanzenschutz oder Phytomedizin insgesamt. Das müssen dann schon sehr spezielle Dinge sein, die ein Landwirt, der seit vielen, vielen Jahren Wissen mit Beobachtungswerten kombinieren kann, um da was wirklich Neues einzubringen. Bucher. 300 Jahre lang lebte die Familie von Henning Schramm auf diesem Flecken. Mit dem Einmarsch der Roten Armee flohen die Schramms nach Schleswig-Holstein. Dieses Modell, es hat eine besondere Geschichte für uns. Also wir selber hatten ja nie die Möglichkeit, nach Bucher zu kommen, weil mein Vater Soldat war. Und er hat aus der Erinnerung heraus dieses Modell gebaut. Er hat den Aufbau der Gaube hier oben etwas falsch in Erinnerung gehabt. Also die Fensterfront stimmt. Und eine ganz witzige Sache ist, dieses Haus hat, wenn man von innen reinguckt, kann man das sehen, eine kleine Luke.
Diese Luke gibt es tatsächlich, die gab es in der Küche früher. Und dadurch ist mein Vater und seine drei Schwestern in den Kartoffelkeller runtergesprungen, nachgebaut. Die existiert tatsächlich heute noch, diese Luke. Die Familie kaufte nach dem Mauerfall Haus und Hof von der Treuhand zurück. Und Henning Schramm lernte von Maschinenbauingenieur auf Bauer um. Jetzt steht die jährliche Bodennutzungshaupterhebung fürs Statistische Landesamt an. Dabei müssen wir für fast jeden Quadratmeter, auf dem wir Landwirtschaft betreiben, melden, was wir da tun. Und alle diese Meldungen werden kreuz und quer mit allen möglichen anderen Parametern und Meldungen, die wir an anderen Behörden abgeben, abgeglichen. Ich glaube nicht, dass wir irgendetwas tun können, von dem nicht mindestens eine Behörde Bescheid weiß, dass wir es getan haben. Meldungen musste schon Oma Schramm machen, wie im Kriegsjahr 1940. Damals wie heute wollte man wissen, wie hoch die Ernteerwartung ist. Ganz erstaunlich ist, hier ist die Ernteerwartung für Sommergetreide höher als die für Wintergetreide. Ist heute komplett andersherum. Und insgesamt sind die Ertragserwartungen ungefähr 20-25% von dem, was wir heute ernten. Ich meine, einen Nachteil haben sie damals 1940 gehabt, die mussten monatsweise eine Erntemeldung machen. Ich muss nur einmal im Jahr eine Bodenhauptnutzung erstellen. Rapsblüte. Hochzeit für Pflanzenschädlinge. Glanzkäfer, Kohlschotenrüssler, Kohlschotenmücke. Das ist wieder einer. Nein, kein Glanzkäfer, ne? Kohlschotenrüssler. Wenn die Larven aus der Schote sich wieder rausbohren, dann kommt die Kohlschotenmücke und legt dann wieder ihre Eier, in die Schoten ab. Und damit gibt es einen Totalausfall in diesen Schoten. Die werden gelb, platzen viel zu früh auf, fallen ab und es gibt keine ausgebildeten Rapskörner. Und das schmälert natürlich gewaltig den Ertrag. Und zwar um 15-20%. Deshalb spritzen sie Insektizide. Und ein Fungizid gegen Pilzbefall. Also diese Spritzung kostet uns etwa mit der Maschine, der Spritze, dem Mann, dem Mitteleinsatz und ein bisschen Dünger, der da drin ist, etwa 60-70 € pro Hektar. Wir hoffen hier 4 Tonnen zu ernten. Im Moment kostet Raps etwa 340 € pro Tonne. Kann man sich relativ schnell ausrechnen, wie fraglich diese Spritzung ist. Wir machen sie, weil es wie eine Art Versicherung ist. Das ist wie eine Kfz-Haftpflichtversicherung fürs Auto oder eine Hagelversicherung. Wir wissen nicht, ob der Schaden eintritt, aber wir müssen diesen Schaden absichern. Gespritzt werden darf nur, wenn der Raps in voller Blüte steht. Und dann auch erst am Abend, wenn die Bienen schlafen. Auch die Bärbaums sind Rückkehrer. Die Hofstelle in Grabzow ist alter Familienbesitz. Der Vater von Matthias Bärbaum landete wegen seiner Kritik an der Kollektivierung in der DDR im Gefängnis. Floh vor dem Mauerbau nach Schleswig-Holstein. Ja, guck mal, parallel war es eingerüstet, weil wir das Dach decken wollten. Genau. Um oben auszubauen. Wir haben oben ausgebaut. Mhm. Wir haben das Dach gedeckt, den Giebel reingemauert. Mhm. Als die Mauer gefallen war, fiel für Matthias Bärbaum schnell die Entscheidung, zurückzukommen. In den Dörfern im Osten herrschte damals große Unsicherheit. Da war die Scheune, dann hatten wir die Erdarbeiten fertig. So viele Bäume standen da? Ja, die haben wir ja gepflanzt nachher. Zu der Zeit hatten wir ja noch keine Familie. Mein Mann war ja so schlau, mich im Juni 91 zu heiraten. Und Ende August 91 bist du hierher gezogen. Man wurde nicht überall mit offenen Armen empfangen. Aus den Neubauten, die gegenüber standen, waren ja viele, die hier auf dem Hof eine Tür hatten für Holz oder für Kaninchen, für Hühner oder ihr Auto drin stehen hatten. Und nun mit einmal hieß es alles so, das gehört Bärbaum und wir müssen da weg. Das gab natürlich ein bisschen spannige Situationen und das hat sich aber doch alles relativiert und wir sind als Familie angekommen. Die Kinder sind hier geboren und das hat das Ganze einfach vereinfacht. Ende Juli. Seit 4 Monaten hat es nicht geregnet. Weizenernte. Auf den Feldern Technik im Wert mehrerer Einfamilienhäuser. Das sind mit die modernsten Mähdrescher, die es im Moment auf dem Markt gibt. Aber die beste Technik bringt uns nicht weiter, wenn das Problem zwischen Lenkrad und Sitz sich aufbaut. Das bedeutet eine immense Schulung und das bedeutet immense gute Mitarbeiter, die wir Gott sei Dank haben, die einfach auch technikaffin sind, die das wollen, die das mitmachen und sich da reinversetzen können. Und das ist eigentlich der Schlüssel des Erfolges. Okay, dann passt das. Genau. Seit 11 Stunden sitzt Sohn Jasper auf dem Drescher. Staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt. Hier zeigt er mir die Hektarleistung an, die ich heute schon geschafft habe. Da unten steht 4 Hektar pro Stunde, schafft die Maschine im Moment.
bei einem Ertrag von 10,7 Tonnen und das ergibt eine pro Stunde eine Tonnage von 46 Tonnen Weizen. Das Schneidwerk muss umgesetzt werden. Der nächste Schlag liegt einen Kilometer entfernt. Na, ich glaube, die Spitzen von den Halmteilern ein, damit sie auch den Straßentransport nicht stören. Wollen wir mit der 12 Meter breiten Schneidwerk nicht auf der Straße so fahren können, deswegen müssen wir es auf den Wagen setzen und hinter dem Schneidwerk hinterherziehen. Sie werden in diesem heißen Sommer vor dem 1. August ihre komplette Ernte eingefahren haben. Das gab es noch nie. Dafür zum dritten Mal in Folge Ernteausfall. 30% durch die Dürre. Ein Ehrenheber, geh schon, hol nochmal. Halb neun am Abend. Was? Der Drescher steht. Hier, ja, muss er ran. Ja, da muss er da hinten. Nee, da ist keiner drauf. In gut 20 Betriebsjahren haben sie die Produktivität um 20% gesteigert. Dank neuer Maschinen, weniger Verbrauch, GPS. Und jetzt das. Ja, ein bisschen Kleinkram. Ehrenheber abgebrochen und zwei Klingen sind auch abgebrochen. Dann wir es gleich immer wieder frisch. Dann stoppt das nachher, wenn er frisch, dann bleibt immer ein Streifen stehen. Dann gibt das immer ein bisschen Verstopfung im Messer. Und dann bleibt immer ein Streifen Getreide stehen. Gerade wenn die Klingen abgebrochen sind auf der anderen Seite. Trotz aller Technik. Aber ich glaube, da muss morgen mal gestrampft werden. Ist handwerkliches Geschick unerlässlich. Mit 600 Hektar sind sie mal gestartet. Jetzt haben sie gut doppelt so viel. Matthias Bärbaum ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Seine drei Kinder sind alle in die Landwirtschaft gegangen. Für ihn ist das fast noch wichtiger als die Frage nach Hightech. Die sind echt durchgeschliffen alle. Was? Das macht der trockene Boden, ne? Die sehen nicht anders aus. Ein bisschen, ne? Dann das schon nervös, wenn man noch ein bisschen was schaffen will am Abend. Und dann kommt sowas dazwischen. Aber das sind nur Kleinigkeiten, aber das ist einfach auch ein Effekt des Jahres, weil die Erde so hart ist, der Boden so hart ist, schleifen die hier so dünn ab und brechen dann ab. Ne? Und jetzt reißt eben auch noch eine Schraube ab. Das wird immer besser jetzt. Die Spitze von der Klinge ist ja auch noch ab. Gemeinsam bringen Vater und Sohn den Drescher wieder auf Trab. Maschinen werden den Menschen noch lange nicht ablösen. Gut, los. Auch wenn das digitale Zeitalter auf dem Acker längst begonnen hat, Hitze, Trockenheit, Regen und Kälte sind die engsten Begleiter des Landwirtes. So war es immer. Und so wird es immer bleiben. Ich finde es trotzdem romantisch, wenn die Schlepper hier umherfahren, wenn der Grubber läuft und der Staub, der Mähdrescher brummt. Also das ist schon einer der besten Berufe, die es gibt. Also Landwirt, das ist ja so vielfältig. Man ist damit aufgewachsen und man hat es jeden Tag miterlebt. Wir sind natürlich Produktion unter freiem Himmel, oh, der Staub, und müssen uns dem Wetter geben. Aber trotzdem ist das immer wieder ein spannendes Jahr. Kein Jahr ist gleich und das macht einfach so dieses i-Tüpfelchen in so einem Jahr aus. Ne?